Hol sie dir, Kumpel. Nice. Schlaf gut. Okay. Versuchen wir sie zu betäuben. Aktivieren den Betäubungsmodus mit F ziehen. Ah, oh, Betäubungsmodus ist langweilig. Gut. Insgesamt haben wir hier zwei. Aber jetzt was. Mir macht nix. Warte, was? Glaubst du, du könntest mit mir aufnehmen? Ja, denk schon. Ja, gut. Ich habe so keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, zumachen wollte ich eigentlich nicht. Nichts Interessantes hier. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Aber so wie sie das angehört hat, ist es nicht die erste Mission, die schief geht. Also von daher. Boah, schaut mal, wie geil das aussieht. Gut, also. Was haben wir hier? Geile Stück zu einem gebrochenen Huf. Wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Nee, sicherlich nicht. Kann ich da runter? Yes. Aber so allgemein muss ich schon sagen, schön eingerichtet hier. Ja, dadurch. Aber nachdem sie uns ja kennen, wissen sie ja, wo wir wohnen und. Los! Da wird die nächste Überraschung sein. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Ja, das glaube ich eben nicht. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Ja, ob das ein gutes Zeichen ist, dass er weg ist. Hundertprozentig jemand ist in unserem Zimmer. Bram, ich will nicht drüber reden. Ich hab's gesagt. Du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, 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 nein! Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, das ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein, tust du nicht.
Sind das nicht gerade die Kollegen von die eben? Die sechste Sippe ist ja überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Avis. Wo ist sie? Dann stimmt es. Sie hat euch erwischt. Schade, ich wollte jetzt gerade probieren. Einfach, um zu schauen, ob ich da stehen kann. Ich meine, aber nee. Sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. So, hier nach oben geht's nicht. Da ist auch dicht. Ey, warte mal, kannst du mir das bringen? Nix, da drüben. Hä? Geht denn er hin? Okay. Oh. Oh, nice, Credit. Ah, ist das die Gasse gewesen? Und das also. Okay. Zwar nicht gerade nebenan, aber okay. Ah, da kann ich nach oben. Es hat schon so ein bisschen Assassin's Creed-Feeling hier. Okay. Ah, okay. Ah, easy. Noch eins weiter hoch oder hier runter? Ich glaube hier runter. Oder auch nicht. Komm ich denn jetzt? Ach nee, da durch. Okay. Prebern auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Damien und müsste da drüben sein. Verschwenden Zeit. Mal schauen, was der große Haken ist, dass die da uns mitnehmen. Los geht's. Ein Haken? Wo bist du her? Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Serek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Mal schauen. Ich habe gerade schon erwähnt, die Leute haben Angst vor denen. Und wir werden gleich beste Freunde mit Damien, denen. Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Ja, ich glaube, wir werden hier nie... Was zum Teufel? Genieß die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Ja. Was ist das für ein Riesenteil da? Ich kenne Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt?
Naja, gut, er hat dich gewarnt. Eine neue Fähigkeit von Experten in der ganzen Galaxis. Sieh dir Brams Fähigkeiten mit Tab an. Fähigkeiten? Er hier, 2 von 6 freigeschaltet. Okay, was haben wir hier? Erledige abgelenkte Gegner durch einen Niederschlag, besiege Gegner im Nahkampf. Was haben wir hier? Eisentuch, Grobtuch. Gepanzertes Unterhemd. Aha. Begegne verschiedenen Händlern, 0 von 6. Credits bei Händlern ausgegeben, 1000. Gut, ich muss das mit dem Niederschlag noch öfter machen. Und Nahkampf. Dann kriege ich hier Beschwatzen. Okay. Ausrüstung, Werkzeuge, was hat man hier so alles? Akta-Fiole. Okay, zum Heilen. Und den Datenstift. Und Datenbank, das allgemeine Glossar. Ach, das Ding bewegt sich auch noch. Seht ihr, wie so ein AT-AT, neu. Okay. Da kann ich nicht rüberschwingen. Knapp. Ich wollte gerade schon sagen, wann passiert das erste Mal, dass ich hier halt dich fest, Nix. Wir irgendwo mal abstürze? Oh, da ist es ja. Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Aber meinst du nicht, dass das Imperium da dann mitspielen wird, wenn die da Feuergefechte sehen? Okay, ich glaube, da können wir auch einfach drüber jumpen. Nicht runtersehen, Nix. Oh. Ja, ist eine schlechte Idee. Ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er ist sehr reich. Für den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Das sollte reichen. Dann wären wir jetzt auch schon fast da. Ja, okay. Hier nach oben. Dann lass mich raten, das da wird der Eingang sein. Yes. Endlich verlassen. Es ist kein eigentlich. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel, ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Was ist das? Ich aktiviere den Alarm. Das kann man bestimmt von halb Kante aus sehen. Ja, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay, drücke B, um mit nix Hilfegegner in der Nähe zu offenbaren. Ah. Siehst du was? I see. Unten haben wir schon mal 2. Ah, da unten auch. Ah, wir gehen jetzt. Sehen. Wenn du dich mit 10 Gras zugst, wirst du vom Gegner nicht erkannt. Ja. Assassin's Creed. Wenn sie auf mich aufmerksam machen. Wenn du dich versteckst, kannst du mit T-Pfeifen, um den Gegner anzulocken. Ah. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? So, Kollege, komm mal her. Komm doch. Ausrauben jetzt noch? Nö.
Drücken wir nochmal B. Ja, da hinten. Der steht auch noch da hinten. Lass mal hier nach vorne gehen. Da unten der nächste. Er schaut aber in meine Richtung. Ist er nicht mehr. Das gefällt mir nicht. So, komm nochmal her. Aber reagiert dort keiner drauf. Doch, da. Na komm. Komm her zu mir. Schön, immer weiter her. Das kriege ich hin. Wunderbar. Geil. Nur noch ein paar. Lieber nach. Ey, das wird doch eigentlich dir nie gehen. Knapp, aber hat noch funktioniert. I guess wir können da einfach mal laufen hier. Hast du was, Kleiner? Oh, da oben. Ah, kommst du zu mir? Brav, machst du das. Und jetzt schön da rein. Nice. Also V ist generell einfach mehr zuschlagen. Und ich konnte auf die Leute zugehen. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Daniel, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Oh nee. Mann. Okay. Neuer Geschwindigkeitsrekord. Gegner? Okay, Energiebarriere. Okay, aber ein Rätsel. Irgendwoher muss die Energie bekommen. Und da hinten. Such den Generator. Moment, was ist das? Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Ja, ich glaube, es ist das gleiche wie mit alten Autos. Haben ästhetisch schon was. Hier. Ah, das war's. Nice. 113 Credits. Und wir haben eine Kamera da hinten. So, irgendwelche Goodies. Könnte man nicht das schon mal mitnehmen? Das sieht teuer aus. Genauso wie diese dicke Wumme. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Das ist... Was ist, wenn ein zweites Team noch unterwegs ist? Und wir... Wie so eine Art Kanonenfutter eigentlich sind. Ach, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Wenn du schießt oder von der Kamera entdeckt ist, wird deine Position offenbart und Alarm ausgelöst. Kann ich da einfach seitlich vorbeigehen? Alter, wie dumm. Ach, das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Und Wachen. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist... So, was haben wir jetzt hier? Also Datenbank, Ausrüstung, Inventar. Erdgegenstände. Achso. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Oh, sie gehen. Tob dich aus, Nix.
Das hat jetzt überraschenderweise funktioniert. Okay. Was geht hier vor? Die sehen uns nicht. Okay. Aber keinen alarmiert. Sehr gut. Q und nichts in den Sichtbereich einer Kamera zu schicken, um diese abzulenken. Ah. Showtime, Kumpel. Was ist, wenn die Kamera einfach folgt? Lenk sie ab, Nix. Geil. Ja, aber nicht das, was mir jetzt was bringt. Sabotieren. Schalt den Alarm ab, ja? Aber. So, ja, aber das nochmal. Nice. Ah, shit. Ah, das werden wir dann nur schließen. Ablenken. Los, lenk sie ab, Nix. Ah, irgendwie macht die nichts. Ansonsten haben wir hier noch. Ah, deaktivieren. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Das ist einfacher. Was ist da draußen los? Wer greift an? Oh. Ich wette, die Rücken sind auf Wache aus. Alles unter Kontrolle. Bleib, wo du bist. Wenn sie rufen, gehe ich da raus. Was war das? Ist jemand in der Nähe? Scheiße. Hier stimmt was nicht. Nein, nichts. Na gut, Max. Da ist sie! Habt ihr keinen Zutritt? Was? Wollen wir das nochmal machen? Hm? Nix. Fass. Nice. So. Einmal sabotieren, besten Dank. Und so ein Grobtuch. Das glaube ich war auch bei irgendeinem Fähigkeitsding mit dabei. Und jetzt runter. Hey, erstmal hier oben noch umsehen. Nice. Alles mitnehmen. Wie groß ist das hier? Gut. Die Barriere sollte deaktiviert sein. So, was haben wir hier hinten? Alla, wie geil. Das ist mehr wert als Brams Kantine. Hätte ich aber auch gerne in meiner Wohnung. Das sieht wirklich geil aus. Credits. Oh no. Dankeschön. Und hier. Oh, geil, Credits. Also haben wir reich. Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, nachdem wir da eigentlich diesen. Guck mal hier. Ja. Nachdem wir ja eigentlich nach oben müssen, gehen wir hier hinten mal nach unten. Und. Wo war dieser Abgang? Was ist das hier? Ach doch, doch, da war er. Einmal runter da. Geh das hin. Das wird jetzt doch nicht der Schacht sein. Ach so. Es wäre einfach hier die Alternative gewesen. Okay, I see.
Los, na gut, einmal nicht fahren. Wartet. Denyen, ich bin im Turbolift. Beeil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Sicher? Ja, nur noch mehr Serik Besh. Sag mal. Warte mal. Bewegung nix! Die haben's auf uns abgesetzt. Hm. Da ist der. Der Tresorraum. Tja. Muss man da irgendwie durchkommen? Das wird nix. Wie komm ich da durch? Was passiert eigentlich, wenn ich da dagegen gehe? Okay, das sollte ich nicht machen. Ach, da geht's noch weiter. Okay, keiner da. Was haben wir hier? Eis. Sidre. Ach, ach Mann. Ich hasse die Dinger. Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Ja, wir haben Blasterfeuer direkt hinter dir. Zum Entwiegel. Was ist jetzt diesmal für Hacken? Okay, F1. Glyphe ist nicht Teil der Kombination. Glyphe ist korrekt, aber in der falschen Stelle. Glyphe ist in der richtigen Stelle. So kannst du die Abstrakte von Glyphen gegen Zahlen austauschen. Ich glaube, ich mache es mit Zahlen. Ach, das ist einfach mal random. Okay, die war falsch. Letzte Glyph Edition auswählen. Alles. 14. 13. Okay, Sicherheitssystem deaktiviert. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Denyen. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Ihr werdet mir doch hintergehen, oder? So, wie machst du das jetzt mit deinem Datenstift? Wow, hi, ja, ich muss da rein. Denyen, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Na, Magido. Grandiocha. Hallo? Echt jetzt? So ein Riesentresor. Und der lässt mich nur mit dem Passwort rein. Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Ja, das müssen wir erstmal sehen hier. Machen wir ihn auf. Schauen wir doch mal. Huh?
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.